Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist gerade echt ziemlich verrückt, hier in neuer Kulisse zu drehen. Und ich fühle mich hier bei so einer Kochsendung. Ich stehe hier an dem Tresen, den man jetzt leider nicht sehen kann. Und hinter mir ist halt einfach eine Küche. Ich dachte aber, es ist super für das Video. Ich möchte euch die Weihnachtsgeschenke von Karl zeigen und da kann ich die hier mal schön hinstellen und was dazu sagen. Genau, so ein Video habe ich ja auf jeden Fall letztes Jahr auch schon gemacht. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder vorletztes Jahr. Oder seine Geburtstagsgeschenke. Irgendwas habe ich immer mal gezeigt und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man vielleicht auch noch auf der Suche nach einer Inspiration ist oder sowas. Zur Info, wenn Weihnachten ist, also ist ja bald, dann ist er 5,5 Jahre alt. Also das ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig dazu zu sagen. Genau, und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Das erste, was ich jetzt hier direkt oben liegen hatte, sind Filzstifte, und zwar ganz bestimmte. In einem Video, wo wir seine Geschenke schon mal gezeigt haben, haben wir gezeigt, dass wir ihm mal Filzstifte geschenkt hatten, weil er sich die gewünscht hatte. Und da war kein Lila dabei. Und Lila ist seine Lieblingsfarbe. Und ich dachte, hier sind ja jetzt mehrere lila Töne. Sieht man das eigentlich? Wo ist das Licht hier eigentlich am besten? Also, ich filme hier gerade von vorne, zumindest mit Tageslicht. Mal sehen. Also ich finde das Licht in Ordnung. So kann man es doch eigentlich ganz gut sehen. Es sind mehrere lila Töne. Auch noch so ein bisschen Türkis, was bei diesen normalen Sets eh nicht dabei ist. Ich dachte, da freut er sich auf jeden Fall drüber. Das nächste ist ein Puzzle. Das ist zwar ab 6 Jahre und hat viele Teile, aber dafür sind die Teile gar nicht so klein. Das ist die Original-Teilegröße. Und wie gesagt, es sind viele Teile, das ist uns bewusst, aber er puzzelt super gerne und die Puzzle, die er jetzt hat, sind so ab 4 oder 5 und da sind die Teile groß und wenig. Und das eine Puzzle puzzelt er hier innerhalb von 5 Minuten 4-mal hintereinander, macht er das komplett einmal schön und dann baut er es wieder auseinander und sowas. Und deswegen dachten wir, wir holen ihm mal was Größeres, wo er ein bisschen länger mit zu puzzeln hat. Ich finde, Dinos gehen auch immer. Genau, und deswegen wird es, glaube ich, eine schöne Beschäftigung, wo er mal ein bisschen länger mit zu tun hat. Ja, finde ich selbst sehr cool. Würde ich auch puzzeln. Dann haben wir was ziemlich Verrücktes hier. Und zwar sind das Funkgeräte. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich funktionieren, so wie man sich das vorstellt. Er steht ja zurzeit sehr auf Paw Patrol. Und ich wollte aber irgendwas Cooles, also nicht einfach nur so ein Paw Patrol-Fahrzeug von einem von diesen Viechern oder so, sondern wirklich was Schönes, womit er halt auch richtig so spielen kann. Und hier könnte man, wenn es funktioniert, wirklich von einem Raum zum anderen sprechen. Und das finde ich irgendwie ziemlich wild. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich auch schon auf Instagram, ich weiß nicht mehr von wem das war, irgendjemand hat auf Instagram auch mal gezeigt, dass Kinder ungefähr im Alter von Karl mit so einem Funkgerät super viel Spaß haben. Und da bin ich zwar noch nicht so richtig auf die Idee gekommen, dass ich dann so dachte, ja, müssen wir auch kaufen. Aber als ich das dann im Laden gesehen habe, dachte ich mir dann so, ja, okay, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich kann übrigens sehr empfehlen, vor Weihnachten auch mal in den Spielzeugladen reinzugehen. Also wir haben sonst immer sehr viel online bestellt, was ja auch in Ordnung ist, wo er halt auch konkrete Wünsche und sowas hatte. Aber wir waren neulich mal in einem Spielzeugladen, ohne ihn natürlich einfach drin, und da kommst du dann halt auch einfach auf Ideen, wo du sonst wahrscheinlich nicht drauf gekommen wärst. Also der Spielzeugladen war riesig und wir hätten da 100 Jahre verbringen können. Da gab es auch so Lego-Technik-Zeug und so, was Tim natürlich ganz toll fand. Also ja, und da habe ich halt zum Beispiel auch diese Funkgeräte gefunden. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir bald hier durch die Wohnung irgendwie funken werden. So, das ist zwar kein richtiges Geschenk, aber es ist zumindest das Geschenkpapier. Das habe ich auch aus dem Spielzeugladen. Das ist so Paw Patrol-Papier in verschiedenen Farben. Ich hoffe, das reicht, weil das sind, also auf so einer Rolle ist immer übel wenig drauf. Und bisher hatte ich, also ich habe sehr viel Geschenkpapier, aber ich habe nie so Kindergeschenkpapier gehabt. Und ja, war mir dann, also Karl hat es ja nicht interessiert bis jetzt, so die Geschenke sind halt verpackt, er packt sie aus, Ende. Aber jetzt dachte ich, hole ich mal irgendwie ein Geschenkpapier, was ihr vielleicht auch schön findet, wo ihm das halt dann auch auffällt. Und dann, ja, ist es jetzt kein Weihnachtspapier, aber es ist Paw Patrol Papier, das wird sicher super toll. Wahrscheinlich will er dann auch die Papierreste dann noch verbasteln oder so, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja dann super, wenn das nicht irgendwie gleich wegfliegt, sondern vielleicht schneidet er da noch was aus oder so.
fand ich halt einfach schön. Wir haben ein Feuerwehrboot und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Hier ist auch irgendwie noch ein Typ, der Probleme hat. Also bei dem brennt es auf dem Boot und dann kommt halt hier die Feuerwehr auf dem Wasser. Also ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag das gerne, wenn das so eine Spielsituation sozusagen ist. Bei Playmobil hatten wir auch, da war irgendwie ein Feuerwehrfahrzeug und dann gab es dazu irgendwie noch einen Baum und einen Grill, die gebrannt haben. Das heißt, dass da nicht immer nur das Auto war, sondern auch wirklich noch was, was die halt löschen mussten. Finde ich richtig, richtig süß. Ist ab 5 Jahren, also von seinen Fähigkeiten her und so, wird er das easy aufbauen können. Und ja, finde ich ziemlich cool. Die Feuerwehrphase ist natürlich auch noch nicht vorbei. Ich glaube, das wird auch noch ganz lange da sein. Und ja, hat er jetzt ein Feuerwehrboot. Polizeiboot hat er nämlich schon vom Playmobil. Damit spielt er auch super gerne. Und hier ist auch genauso wie mit dem Playmobil-Boot, das schwimmt. Das heißt, er kann es theoretisch auch mit in die Badewanne nehmen oder so. Das finde ich ziemlich cool, wenn das dann halt auch wirklich durchdacht ist und halt auch wirklich im Wasser funktioniert. Dann haben wir noch ein Buch. Diese Wieso, Weshalb, Warum Bücher sind total cool. Da haben wir auch schon richtig viele. 2 Dino-Bücher, ein Bauernhof-Buch, ein Wetterbuch. Oh, mir fällt das jetzt gerade gar nicht alles ein. Also da haben wir schon mehrere und die sind wirklich toll. Ich lese die sehr gerne vor, auch mit diesen Aufklappteilen. Und das hier haben wir ausgewählt, weil Karl neuerdings so Fragen stellt wie, was sind Muskeln oder sind da Knochen drin oder sowas, keine Ahnung. Also wenn er zum Beispiel seinen Arm hinhält und das so an, also seinen Arm anfühlt und dann merkt, da ist halt irgendwas, also der ist nicht schwabbelig oder so, dann fragt er mich, ist da ein Knochen drin? Dann, das kann ich natürlich noch beantworten. Aber dann stellt er auch noch tiefer gehende Fragen und ich hoffe, dass wir dadurch ihm auch ein bisschen noch mehr so Wissen vermitteln können, was ihn interessiert. Also er ist sehr vielseitig auch interessiert und sowas. Und wenn er so, also ich habe hier durch das Buch natürlich schon durchgeguckt und da steht natürlich in einfacher Sprache auch erklärt, was es bedeutet, wenn Muskeln arbeiten oder so. Und ja, ich hoffe, dass er damit vielleicht so ein bisschen die Fragen, die er so hat oder ja, für das ganze Verständnis, was da eben vielleicht noch fehlt und wo wir jetzt vielleicht mit unseren, ich sag mal, Schul-Bio-Kenntnissen ihm auch nicht so viel weiterhelfen können. Ich hoffe, dass wir da ihm ja, ein paar Antworten auf Fragen liefern können. Und das Buch ist jetzt hier für 4 bis 7 Jahre, also er ist genau in dem richtigen Alter dafür. Und er kommt ja auch nächstes Jahr in die Schule. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn er vorher schon mal ein bisschen was irgendwie weiß, was dann im Sachkundeunterricht vielleicht nochmal extra behandelt wird. Dann kann er sich melden und sagen, hier, so und so. Und ja, hat einfach schon ein bisschen Vorwissen. Finde ich eigentlich ziemlich gut für das Vorschulalter. Und auch ein weiteres Thema, was ihn sehr interessiert, nämlich der Weltraum. Und das Buch ist auch ziemlich schön gestaltet, also kann ich auch nur empfehlen. Und ja, eigentlich genau dasselbe Prinzip wie mit dem anderen Buch. Er stellt sehr viele Fragen, ist eigentlich auch Allgemeinbildung und was man in der Schule lernt oder gelernt hat, das vergisst man natürlich irgendwann wieder, wenn man sich halt nicht damit beschäftigt. Deswegen kann ich ihm da halt auch nicht irgendwelche so richtig tiefgehenden Fragen beantworten. Es passt her. Das ist ein Playmobil-Kran. Sieht man den komplett? Fernsteuerbar. Ziemlich cool. Er hat sich schon vor bestimmt einem Jahr oder so einen Spielzeugkran gewünscht. Und tatsächlich von Lego gibt es keinen so vergleichbaren. Es gibt einen von Lego Technik, der kostet 500 Euro. Das ist aber auch so ein Riesending. Der war auch da in dem Laden richtig abgespaced. Und dann gab es halt noch von irgendwelchen, ich sag mal, No-Name-Marken. Und wir haben dann auch mit dem Verkäufer gesprochen und die meinten alle, dass sie den empfehlen. Ich hätte den auch bevorzugt, weil ich finde, Playmobil hat echt eine gute Qualität und hält halt auch lange. Es ist ja schade, wenn du sowas aus Plastik hast, das dann schnell irgendwie zerbricht oder so. Und da war auch noch so ein Plastikkran, der war halt irgendwie 30 Euro billiger oder so. Aber der, okay, da wäre vielleicht irgendwann mal was abgebrochen und sowas. Ich bin da wirklich sehr, da kaufe ich lieber was Teureres, was halt aber lange hält. Und ja, jetzt haben wir hier diesen schönen Kran. Man sieht auch, wie groß der ist im Vergleich zu einem Kind. Und ja, ferngesteuert. Steht also den ganzen Bauvorhaben nichts mehr im Wege.
Jetzt muss ich den wieder in die Tüte kriegen. Wir haben tatsächlich so eine große Tüte, dass das Ding hier reinpasst und der Rest auch noch. Hat geklappt. Ja, und das letzte Geschenk, das kann ich jetzt nicht zeigen, da kann ich aber was zu sagen. Und zwar hatte er sich schon länger mal gewünscht, ins Legoland zu fahren. Und wir haben einfach jetzt für kurz nach Weihnachten da einen Aufenthalt gebucht für uns drei. Und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen. Also wir haben zwei Übernachtungen, da gibt es ja so ein Hotel auch, wo es innen drin so richtig im Lego-Stil dekoriert ist. Da freue ich mich schon drauf, das wird bestimmt richtig toll. Und da wir halt so eine lange Anfahrt haben, also ich weiß nicht wie lang, aber das ist ja irgendwo unten da so. Deswegen haben wir zwei Übernachtungen, dass wir einen Tag hinfahren, einen Tag komplett dort verbringen können und einen Tag zurückfahren. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch so gebucht haben. Also halt, das ist so ein Familienzimmer, wo es irgendwie ein Kinderzimmer gibt und ein Elternzimmer, was so aneinander ist. Und halt mit Frühstücksbuffet. Da musste man bei der Buchung schon auswählen, welchen Zeitslot man frühstücken will. Da dachte ich mir so, super, weiß ich doch jetzt noch nicht, wann ich da aufstehen will. Aber wir haben jetzt den zeitigen Zeitslot gewählt, einfach um dann noch viel Zeit dann in diesem Legoland zu haben. Natürlich ist dann Winter, aber ich glaube, die machen das im Winter auch sehr schön und dann ist es vielleicht nicht so überlaufen, hoffentlich. Ja, wir müssen uns einfach nur warm anziehen. Genau, also da freuen wir uns aber auch alle drei drauf. Also ich denke Karl so am meisten, aber Tim findet das bestimmt auch ziemlich cool. Und ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Und durch die Übernachtungen wird es auch eine ganz entspannte Sache. Also es ist nicht so ein mit Stress und Fahren und sowas. Ich meine, klar, wir haben halt die Strecke, aber zweimal dort übernachten, das ja, wird, glaube ich, ziemlich entspannt. Genau, das war's von uns. Finde ich eigentlich eine schöne Menge. Und ja, muss nur noch irgendwann verpackt werden. Irgendwo, also das ist ja jetzt schon schwierig, durch die Größe auch von diesem Kran, das irgendwo heimlich zu verstauen. Aber bis jetzt ist es noch keinem aufgefallen. Genau, muss also nur noch dann irgendwann versteckt werden und dann kommt es unter unseren wunderschönen Weihnachtsbaum, den wir euch auch zeigen werden, wenn wir ihn fällen und dekorieren. Ich freue mich da richtig drauf. Ich bin die ganze Zeit nur am Warten auf diesen Baum. Ich frage Tim jeden Tag, ob wir den Baum nicht einfach schon holen können. Wenn das Video online kommt, ist es gar nicht mehr so unrealistisch, den Baum zu haben. Ja, jetzt ist doch noch ein bisschen früh, wobei ich schon bei Leuten gesehen habe, dass die schon einen Baum haben. Ich glaube aber keinen echten. Der würde wahrscheinlich dann irgendwann seine Nadeln fallen lassen, aber trotzdem gibt es auch schon Leute, die jetzt schon einen Baum haben. Also ist gar nicht so verwerflich. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen bei dem Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und schaut gerne auch in meine anderen Videos. Ich habe jetzt in der letzten Zeit aktuellen Content hochgeladen, aber auch ein paar ältere Videos, die einfach noch da waren, die aber auch schön sind. Aber jetzt geht es echt weiter mit so aktuellem Content. Und falls ihr euch fragt, wie sind wir hier in dieses Umfeld gekommen, in diese Wohnung, in dieses neue Setting, unsere Umzugsvideos kommen auch ganz bald online. Das hat bloß einfach jetzt vor Weihnachten nicht mehr reingepasst, aber seid gespannt, da könnt ihr auch noch bei unserem Umzug zusehen und unsere schöne neue Wohnung angucken.